herzlich willkommen im Tabletop Basement. Ich habe vor circa 3 Wochen eine E-Mail bekommen von dem lieben Michael oder Michel. Hallo Michel, falls du das schauen solltest. Und zwar hat er mir eine Frage gestellt, mit welchem Spielsystem er denn anfangen sollte. Zur Auswahl standen Flames of War, Battle Group und Bold Action. Wir haben dann ein paar E-Mails hin und her geschrieben und rausgekommen ist jetzt tatsächlich Battle Group, was mich wirklich sehr freut. Wir haben noch viel zu wenig Battlegroup-Spieler hier in Deutschland, weil das System einfach auch noch nicht wirklich bekannt ist. Es ist auch nicht so zugänglich wie Bold Action oder auch Flames of War, aber das System ist wirklich klasse. Olaf und ich haben das in einer TBTV-Folge letztes Jahr bereits mal erklärt, um was es da geht, die Spielmechanik. Und die Spielmechanik ist wirklich super. Und für mich auch ein System, was wirklich... Also ich habe noch keine Fehler tatsächlich gefunden, wo ich sage, okay, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Was ich bei Bold Action natürlich schon habe. Aus diesem Grund habe ich letztes Jahr dann auch eine Platte angefangen. Wir haben 2 Spiele gespielt und haben festgestellt, okay, das geht auch größer. Man kann es tatsächlich auch richtig groß spielen. Da ich ein Freund von riesigen Schlachtfeldern bin und großen Armeen bin, habe ich letztes Jahr angefangen, eine Platte zu bauen. Irgendwie ist das Projekt ein bisschen eingeschlafen, weil auch die Jungs hier so ein bisschen nicht so mitgezogen haben. Olaf hat eine spielbare Armee, Felix nicht so und die anderen stehen nicht so auf 15 mm. Von daher ist das Projekt so ein bisschen eingeschlafen. Aber der liebe Michel hat mich jetzt wieder richtig infiziert und ich habe wieder richtig Bock, hier weiterzumachen. Daher habe ich überlegt, ich mache ein Battlegroup-Tagebuch. Und zwar möchte ich gerne diese große Platte, die ich angefangen habe, zu Ende bauen. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, den Armeeaufbau, die Bemalung der Armeen, das System noch mal ein bisschen näher bringen, den ein oder anderen Battle Report dazu, mir ein Szenario ausdenken, beziehungsweise mal gucken, Battle Group gibt wirklich schon coole Szenarien vor. Jetzt gerade ganz frisch erschienen ist Battle Group, die neue Erweiterung Wacht am Rhein, die habe ich mir gestern noch sofort bestellt. Darauf warte ich jetzt eigentlich nur noch, weil ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht. Ob es nun, also es wird auf jeden Fall an der Westfront stattfinden, das ist schon mal klar. Aber in welchem Gebiet weiß ich noch nicht. Es könnte tatsächlich Normandie sein, es könnten die Ardennen werden, es könnte auch Deutschland werden. Das entscheide ich jetzt mit dieser neuen Erweiterung Wacht am Rhein. Dann muss natürlich eine Menge an der Platte noch gemacht werden. Da habe ich tatsächlich nur angefangen. Ich zeige euch die Platte gleich mal. Die Platte ist 2,40 m x 1,80 m, also sind 2 Spieltische tatsächlich. Da kann man eine Menge machen, eine Menge Material draufbringen. Und ich glaube, ich zeige euch am besten erstmal die Platte und zeige euch erstmal so ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, das ist also die Platte. Sie ist wirklich groß. Als Vorbild diente mir ein Bild aus dem Internet mal wieder. Da habe ich eine riesige Platte gesehen, und zwar mit einem Winterthema versehen. Da gefiel mir so dieser Gebirgszug oder diese Bergfront. Die habe ich jetzt so ein bisschen nachgebaut. Fangen wir am besten vielleicht hier an. Oder ich erkläre euch, der Clou dieser Platte ist eigentlich, dass man diese Module drehen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier in der Mitte zentral ein kleines Dörfchen. Kann aber auch sagen, okay, wenn man mal keinen Bock auf eine Stadt in der Mitte hat, kann ich diese Module einfach nach außen setzen und habe dann jeweils ein Stadtmodul auf den Flanken. Und habe dann in der Mitte dafür diesen riesigen Hügel oder diese kleine Bergkette. Das kann man tatsächlich tauschen, um halt auch da mal noch eine Veränderung reinzubringen. Wobei halt auf so einer großen Platte, denke ich, muss man da nicht unbedingt so eine Variation reinbringen, weil man ja einfach viel Platz hat. Fangen wir hier vielleicht an. Das ist hier hier habe ich einen Tunnel noch mit eingearbeitet, der quasi hier rausführt. Und dann quasi auf dieser Seite dann den Auslauf hat, wenn das gegenübergestellt wird. Ich habe hier ein Flussbett eingearbeitet. Und auch da hinten sind nochmal so ein bisschen Felsen. Also das ist wirklich ganz, ganz Rohbau. Also hier muss noch eine Menge gemacht werden, ganz viele Spachtelarbeiten. Die ganzen Feldstrukturen müssen hier noch rausgearbeitet werden. Hier habe ich tatsächlich mit einer Gussform gearbeitet für Felsen. Und habe das mal nicht aus Styrodur rausgeritzt, sondern tatsächlich eine Gussform von Woodland Scenix verwendet. Und habe hier richtige Gipselemente reingebaut. Und auch das muss natürlich noch extrem strukturiert werden. Genauso wie hier habe ich hier das nennt sich Shaper Sheet, auch von Woodland Scenic. Das ist eine
ja, ein Plastik, ein sehr dehnbares Plastik, was man wirklich gut einarbeiten kann, und dann wird das Ganze mit Gipsbinden ja, gehärtet. Auch hier wurde diese Gipsform verwendet. Aber auch hier, wie gesagt, muss noch alles mit Fliesenkleber eingestrichen werden, damit es eine wirklich schöne Felsenstruktur erhält. Auch hier sieht man noch die Übergänge der Gipsbinden, das muss alles noch gemacht werden. Hier wird definitiv eine Straße langlaufen, die dann wiederum dort über eine Brücke verbindet wird, genauso wie da hinten. Auch hier wird eine Brücke installiert, also drei Brücken soll es auf jeden Fall werden. Die sind auch schon ja, gebaut, oder beziehungsweise die sind auch Styrodur geschnitzt. Die müssen dann quasi nur noch eingebaut werden, aber dazu muss ich erstmal das Flussbett so ein bisschen noch angleichen. Ja, dann haben wir in der Mitte quasi die kleine Stadt, die ja dann auch wiederum nach links und nach rechts verschoben werden kann. Da wird auf jeden Fall definitiv viel Kopfsteinpflaster ja, verbaut werden. Da werde ich die ja, Prägeplatten von Geboom nutzen, um da nicht selbst alles einritzen zu müssen, beziehungsweise eventuell muss ich doch selbst ritzen, falls die Struktur zu grob und zu groß ist. Das muss ich dann aber sehen. Mit den Häusern weiß ich auch noch nicht, ob ich sie wirklich fest installiere oder tatsächlich zum Draufstellen nehme. Diese Häuschen sind von Eslo Terrain. Die habe ich mir letztes Jahr besorgt. Also wirklich schicke Sachen. Und auch, ich weiß gar nicht, was das für ein Material das ist. Das ist. Teilweise ist das auf jeden Fall Resin, teilweise ist das auch Holz. Die Gebäude sind auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt, wie sie aussehen, wenn sie mit Farben behandelt sind. Ja, dann auch hier noch Strukturfelsen. Das ist allerdings Baumrinde. Dann geht es hier weiter, habe ich hier auch schon angefangen mit Bokashäcken. Wir haben hier natürlich hier 15 mm Maßstab, das Ganze ist ein bisschen kleiner. Und hier in diesen freien Flächen werden Zäune und Mauerelemente eingebaut. Hier habe ich zum Beispiel einen Holzzaun von Foreground. Und ich werde hier nutzen die 15 mm Steinmauern von Masterin. Und dann gibt es hier noch so größere Freiflächen. Das wären auf jeden Fall so kleine Waldgebiete. Davon haben wir mehrere hier auf dem Tisch. Eins, zwei, da hinten haben wir noch ein drittes. Dort drüben vier. Hier haben wir noch eins, fünf. Also hier soll wirklich viele natürliche Deckung einfach entstehen, richtig schöne buschige Wälder. Mal gucken, wie ich das löse, ob ich da vielleicht auch mit einzelnen Basen noch arbeite, die man herausnehmen kann und ja, ein bisschen mit den Figuren dann auch da durch kann. Da bin ich mir noch nicht so sicher, oder ob ich die Wälder tatsächlich einfach mal richtig dicht lasse und oder vielleicht so ein bisschen aufsplitte, dass ich vielleicht so ein, zwei Waldgebiete habe, wo wirklich gar nichts so durch kann, also richtig reine Sichtblocker sind, und vielleicht so 1, 2, 3 mit Baumbasen arbeite. Ja, es ist eine riesige Platte, es ist eine Menge zu tun. Wo ich anfange, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ja, so ein Projekt bedarf natürlich auch viel Motivation und natürlich auch ein bisschen Zeit. Das ist ein Projekt, was ich tatsächlich auch nur in der Freizeit machen kann, immer mal eine Stunde nebenbei. Von daher weiß ich noch gar nicht, wie lange dieses Tagebuch überhaupt gehen wird. Ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen werde. Heute war tatsächlich nur mal so eine Inspektion, um zu gucken, okay, was habe ich da eigentlich schon gebaut, was muss da jetzt gemacht werden, was sind die nächsten Schritte, was muss vielleicht eventuell noch gekauft werden. Es ist eigentlich schon eine Menge vorhanden, die Häuser sind alle da, Zäune, Mauerelemente, das ist auch schon alles da, die Brücken sind gebaut. Was auf jeden Fall hier benötigt wird, ist viel Natur, das heißt, hier werden bestimmt an die 100 Bäume sicher draufgehen. Das wird auch so ein Mischding werden. Im Gebirgsbereich werde ich, denke ich mal, mit Tannen arbeiten. Und hier, das werden definitiv so Mischwälder werden. Also ich denke mal, mit 100 Bäumen müssen hier mindestens drauf. Da muss natürlich jede Menge Klumpfoliage für die Hecken gemacht werden und auch für andere Vegetationen. Und ja, Felder sollen auf jeden Fall hier noch mit integriert werden. Da bin ich auch noch nicht so sicher, was ich da nehme. Gerade im 15 mm Bereich, ja, Fußmatten finde ich ein bisschen zu heftig, wirkt auch immer so unrealistisch. Ob ich mit Teddybärfell arbeite, weiß ich auch nicht, weil das ist im 15 mm finde ich noch schwieriger. Vielleicht nutze ich auch tatsächlich nur abgeerntete Felder, weil ich weiß ja noch nicht, wo es hingeht. Von daher, wenn es tatsächlich irgendwo da in die Ardennen geht, dann ist es natürlich ganz einfach. Dann kann man einfach abgeerntete Felder nehmen und die mit Schnee machen.
Aber das weiß ich noch nicht, ob ich wirklich was eine Schneelandschaft haben möchte oder ob ich doch lieber was Grünes haben will. Wobei Schnee würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wobei ich hier auch einfach eine Menge Schnee dann auch brauche. Vielleicht ist es so ein Mischmasch, vielleicht ist es so ein in den bergigen Bereich ein bisschen mehr Schnee und hier unten einfach so ein bisschen weniger. Aber da weiß ich noch nicht, in welche Richtung es geht. Von daher, ich warte erstmal auf die Erweiterung Wacht am Rhein. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da an Szenarien drin steckt, was man daraus machen kann. Das war jetzt der Auftrag zum Battle Group Bautagebuch. Ich hoffe, ich kann damit noch ein paar Leute mitziehen. Ich hoffe, dass Olaf natürlich wieder mit einsteigt. Vielleicht kriege ich Felix dazu. Kalle war letztes Jahr auch so ein bisschen interessiert, ein bisschen Amerikaner Airborne zu machen. Würde ja in dir dann auch super passen. Kevin ist, glaube ich, von dem Maßstab nicht so überzeugt. Aber mal gucken, ob ich die Jungs da noch so ein bisschen mit rankriege. Ansonsten weiß ich, dass die Dice Knights aus Berlin irgendwie Battle Group richtig abfeiern. Die starten da auch irgendwie mehrere Events pro Jahr. Das wäre cool, wenn man sich da mal irgendwie Kurs schießen könnte. Vielleicht kontaktiere ich die Jungs einfach mal. Vielleicht ist ja einer von euch dabei, der auch TBTV guckt oder dieses Video jetzt gerade schaut. Ich würde mich freuen über einen Kontakt. Vielleicht kann man sich da mal austauschen und kann da tatsächlich mal was Cooles machen. Ansonsten checkt das Battle Group Video. Das ist ein super System, es ist ein richtig geiles System. Ich finde es besser wie Flames of War, weil es einfach so diesen Logistikteil einfach beherrscht und man auch über verschiedene Dinge einfach dieses Spiel gewinnen kann. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die Mission, die erfüllt werden muss, oder ich schalte meinen Gegner aus, sondern ich kann tatsächlich über die Mission oder den Gegner aus. Oder ich kann halt auch über das Battle Rating gewinnen. Ich musste gerade mal kurz einen Schnitt machen, weil nämlich meine Schlange im Terrarium abgestürzt ist. Jetzt musste ich tatsächlich mal gucken, ob alles okay ist, aber es scheint alles okay zu sein. Weil wir haben ja nicht nur ein Studiohund hier, wir haben ja tatsächlich auch zwei Studioschlangen hier. Und da musste ich kurz gucken. Ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere dieses Projekt verfolgt. Würde mich darüber Kommentare freuen, über Anregungen, vielleicht auch gibt mir Tipps, wohin es wirklich gehen kann, worauf habt ihr Bock, was soll ich machen. Ich weiß es selbst noch nicht, ich bin da sehr offen und frei bislang. Und so viel zum ersten Projekttagebuch. Ich werde das nächste Video machen, sobald ich mit dem Projekt beginne oder weitermache. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich werde mir da nächste Woche mal ein, zwei Stündchen freischaufeln und dann werde ich euch den ersten Fortschritt zeigen. So, Schlangi ist auch hier nur am Rumkrabbeln und Blödsinn machen. Die kommt jetzt zurück ins Terrarium. Wir sehen uns. Tschüss! Wow!